Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir gehen heute Eisen sammeln. Ganz, ganz dringend. Denn wir müssen dann so langsam mal anfangen mit den verstärkten Pfosten. Und dafür holen wir uns jetzt erstmal den guten Met hier oben. Hat schon wieder ganz vergessen, dass der brutzelt. Aber jetzt zum Glück nochmal dran gedacht. So, dann nehmen wir einfach mal 3 Stück mit. Wir brauchen noch ein bisschen bessere Lebensmittel. Wir haben auf jeden Fall noch Marmelade. Dann würde ich einfach mal hier die normale Suppe mitnehmen. Und dann hauen wir uns auch noch die Hackfleischsoße mit rein, weil Würste haben wir, glaube ich, nicht mehr. So, die Rute blasen wir hier. Dann können wir eigentlich bloß nochmal schnell die Karotten wegpacken. Zack. So. Ja, sonst ist noch nicht allzu viel passiert hier. Ich habe noch mal ein paar Sachen rumprobiert. Zeige ich euch dann alles in den nächsten Folgen, wie ich mir was vorstelle. Aber ja, es ist natürlich passiert. Wer hätte es ahnen können? Ich bin runtergefallen und bin gestorben. Ich bin hier oben lang spaziert auf dem Balken, weil ich mal was ausprobieren wollte. Ich wollte halt generell gucken, wie hoch kommen wir noch, bis es dann langsam kritisch wird mit der Statik. Jo, und dann wurde es kritisch mit meinem Leben. Runtergefallen, tot, war komplett sinnlos. 11 Minuten hält das noch an. Das ist eigentlich ziemlich schlecht, aber ich glaube, so bei 5-6 Minuten müsste es schon anfangen mit Blinken. Wir könnten natürlich, ach komm, wir probieren mal Book Parries aus. Haben wir ja auch noch nicht gemacht. Die habe ich mit bei den Moltebären reingeschmissen. Wie heißen die denn auf Deutsch? Brechbären. Entschuldigung. Ich habe es jetzt nur im Englischen im Kopf gehabt. So, wir gucken mal. Wenn ich das jetzt esse, haut er einfach das Oberste raus? Haut er alles raus? Wir gucken mal. Dieser Sound. Oh Gott, da haut er alles raus. Oh nein, und voll ins Haus gekotzt. Ah, Mensch. Natürlich schlecht. Okay, ist direkt irgendwo in die Rille dazwischen geflossen. Also er schmeißt alles raus. Gut zu wissen, aber jetzt sind wir wenigstens mit ordentlichen Lebensmitteln unterwegs, weil ganz ehrlich, hier mit 40 Leben im Sumpf rumjungeln, gar kein Bock. Jetzt müssen wir mal gucken, zur Schlange will ich nicht, ins Gebirge auch nicht, hier müsste Basis sein. Knochenwanst. Ah, haben wir den Schlüssel dabei? Haben wir den Schlüssel dabei? Ich glaube, wir haben den Schlüssel nicht dabei. Sinnlos. Nö, natürlich nicht. Dann doch nochmal zurück. Zumindest habe ich jetzt dran gedacht und nicht erst, wenn wir vor der Krypta stehen. Die sind, glaube ich, auch schon wieder fertig. Hier hatte ich nochmal ein paar gepflanzt. Geil, wird immer mehr. Wenn ich überlege, wir hatten am Anfang hier nur 3-4 Stück und mittlerweile füllen wir schon das halbe Feld. Ist das jetzt eigentlich Nacht? Also ja, ist es, aber war das nicht gerade eben noch komplett hell? Wir hauen uns nochmal ins Bett. Sobald wir getrocknet sind. Dann sind wir einerseits nochmal komplett ausgeruht und andererseits können wir dann auch ein bisschen im Hellen hier draußen rumlaufen. So, Schlüssel einstecken, ab ins Sumpf, in den Sumpf und ein bisschen Eisen sammeln. Wir haben noch 4 Eisen in der Kiste. Was war das? Klang schon wieder wie so ein Drache oder so. Irgendwas fliegt hier rum. Ich glaube, es ist ein Drache. Ich habe keine Ahnung. So, wo habe ich den Schlüssel? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Eventuell habe ich den mit bei Waffen oder Werkzeug. Ja, Werkzeug. Perfekt. Spitzhacke ist soweit in Ordnung. Wir könnten mal noch ganz schnell die Axt wegschmeißen. Wir hauen mal hier das Ding rein, wir hauen mal die Axt mit rein. Und den Flug und die Book Parries. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Auf zum Knochenwanst. Also nicht zu ihm selber, gar kein Bock. Aber den haben wir ja zum Glück hier eh schon erledigt. Aber wir können ihn ja, glaube ich, nochmal beschwören. Beziehungsweise, dann haben wir hier noch was? Nö. Beziehungsweise gibt es den ja auch an mehreren Orten in der Welt.
würde jetzt einfach mal hier rüberlaufen. Krypte neu steht da. Ich frage mich trotzdem, mit dem Update kam ja dieses neue System, was das Parieren angeht. Dass wir nicht mehr unendlich parieren können und dass das auch mit den Lebenspunkten zusammenhängt. Ui. Cool, ein paar Giftpfeile und ein bisschen Rinde. Er kam irgendwie gerade unerwartet um die Ecke. Ja, aber ich muss sagen, diese Anzeige mit dem Schild, wann wir halt dann nicht mehr parieren können, sondern selber ins Taumeln geraten, die füllt sich ja ganz, ganz wenig. Wir müssen das mal bei so einem Steingolem und so ausprobieren. Da könnte es natürlich sein, dass sich das um einiges schneller füllt. Aber jetzt so gegen normale Gegner, das ist ja lächerlich. Also es geht ja auch ganz schnell wieder runter. So, Krypte neu. Das stimmt, die Tür ist noch zu. Perfekt. Ein bisschen gelbe Pilze haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Wir waren halt auch einfach lange nicht mehr hier. In dem Sumpf. Hallo? Traut sich noch nicht, der Kleine. Komm, ich mach mal den ersten Schritt. Jetzt ist das Eis gebrochen. Mal selbst gegen ihn, ne? Ah, kein Schleimi, bitte. Geh weg, ich will nicht vergiften. Ich bin vergiftet. Schaut mal, es zieht auch jetzt kaum was ab. Obwohl wir keinen Giftwiderstand drin haben. Weiß nicht, ob das runtergenommen wurde. Oder war das bei den Schleimlingen schon immer so wenig? Wir müssen es mal bei einem Schlundi ausprobieren, weil bei denen war es auf jeden Fall immer relativ krass. Da bist du komplett gestorben, wenn du keinen Giftwiderstand hattest. Ach, geht doch weg. Komm, wo bist du? Den wollte ich eigentlich gar nicht. Ey, wer schießt denn hier mit Pfeilen? Ach komm, geh doch weg. Warum hält denn der gerade so viel aus? Ich glaube, weil wir den halben Angriff hier an die Wand gesammelt haben. Ach so, ja, wenn natürlich ein Spawner am Start ist, ist schwierig. So, komm, hau das Ding kaputt. Perfekt. Dann haben wir erstmal wieder unsere Ruhe. Wir haben schon wieder 6 Eisen zusammen. Jetzt liegt hier schönes Rubin, 2-mal. Ach, es wird auch unbedingt Zeit, den Händler mal zu finden. Aber ich habe halt sowas von das Interesse dran verloren, mit dem Boot irgendwo lang zu fahren auf dem offenen Meer. Warte mal, vielleicht finden wir ja 20 Eisen hier. Ah, 10 und 3 Ketten, geil. Schon wieder zu voll, ey. Was wäre von weg? Aber wir haben schon wieder 16, das ging echt verdammt schnell. Jetzt müssen wir mal gucken. Die 6 Pilze, was wiegt denn das? Wiegt fast nichts, 2 Knochen und 6 Pilze, dann geht's wieder. Wir müssen schon wieder zurück. Ja, der Händler wird auf jeden Fall ganz, ganz dringend Zeit. Dann könnten wir jetzt nämlich auch einfach 600 Kilo mit uns tragen. Ich denke mal, geldmäßig müssten wir ja mittlerweile genügend zusammen haben, um sich den Gürtel zu holen. Die Kopflampe, und ich will das alles haben, aber jedes Mal, wenn wir auf Exkursion gegangen sind, um Sachen zu erkunden, ist immer so ein Mist passiert, ganz ehrlich. Irgendwelche Seeschlangen und die Insel des Todes da oben. Ich habe da irgendwie echt ganz stark gar keinen Bock mehr drauf. Naja, früher oder später werden wir das mal noch machen. Wie gesagt, wir können ja gucken, wir können ja mittlerweile das Langschiff bauen. Und dann müssen wir vielleicht wirklich mal mit Obsidian feilen und unserem Torga Reißzahn. Dann sind wir ja eigentlich schon echt gut gerüstet für so eine Seeschlange. Aber ich mache das auf jeden Fall nur noch mit dem ganz großen Boot. Definitiv auch nur mit der besten Pfeilausrüstung. Sonst lohnt sich das nicht. Oder sonst wird es halt einfach zu gefährlich. So, wir können die eigentlich mal einstecken lassen. Was haben wir denn hier? Obsidian, Eisen,
hier Feuersteinpfeil. Komm, dann packen wir die doch erstmal weg. So, die 16 Eisen würde ich ganz schnell noch in den Schmelzofen packen. Dann haben wir schon 20 zusammen. Hier sind ja wie gesagt noch in der Kiste. Machen wir hier 8 rein. Meißen hier 8 rein. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Kohle hier vorne. Ich hatte ja ein bisschen was produziert. So, einmal voll. Zweimal voll. Und Kohle wieder in die Kiste und ab zurück. Und weiter geht's. Ja, wir müssen mal schauen. Ein verstärkter Pfosten kostet ein Eisen. Wenn, dann müssen wir wahrscheinlich jeden vertikalen Pfosten damit unten ausrüsten. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kommen wir damit genau eins höher. Also der Pfosten selber wird dann blau, dass das halt Fundament ist. Und dann geht die, ja, die Zählung, sage ich mal, ab dem Pfosten dann halt erst los. Also eins oben drüber fängt es dann an grün zu werden und so weiter und so fort. So, Skelett. Ach, Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer. Das ist echt alles im Spiel. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf euch da hinten. Und das ist schon wieder viel zu viel Zeug, was ich hier einstecke. Ich bin nur des Eisenwegens hier. Aber ich freue mich wirklich sowas von doll auf das Haus. Es wird mega cool. Es wird riesig. Wir müssen mal gucken. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Sorgen, dass es doch zu eng wird mit unserem Grundstück drumherum. Also ich glaube, der Baum muss auf jeden Fall weichen. Es tut mir echt leid. Als ich da gestern so drüber nachgedacht habe, dass wir den vielleicht fällen müssen, fiel mir auch noch auf, dass das tatsächlich auch ganz schön Mist werden könnte. Wenn der umkippt, uns voll in das Grundgerüst unseres neuen Hauses rein. Kein Plan, wie viel Schaden das anrüstet. Der ist halt echt groß. Und richtet dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden an. So, komm, ich würde dich gerne mit Pfeilen beschießen. Dass du mich hier nicht vergiftest, aber die Ausdauer ist schon wieder komplett für ein Pobo. Ich glaube, da hinten kommt auch noch ein Spawner. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum hier so viel los ist. So, mein Guter, du kriegst auch nochmal einen Pfeil ab. Headshot. Und the last Headshot. Er hat sogar nochmal schön ganz in Ruhe mich angeguckt und wusste, dass das sein Ende sein wird. Geht aber auch schnell mittlerweile. Einmal draufhauen, das Ding ist kaputt. Schlamm. So, vier haben wir schon wieder zusammen. Das ist derselbe Knochenwanz, den wir schon haben. Haben wir noch ein bisschen Bernstein liegen gehabt. Und das müsste es dann, glaube ich, gewesen sein, ne? So, ich höre den Spawner doch schon. Komisch, dass gar nichts gespawnt ist. War ja doch relativ lange Zeit. Hier wieder Pfeile, Rinde, Ketten. Ist zwar alles geil, aber macht mein Inventar voll. Die Pilze zwar gerade auch, aber liegen lassen können wir halt auch nichts. Na, das Ding gönnt aber mal gar nicht hier. Es war gerade nicht ein einziger Schrotthaufen. Oder Eisenschrott, meine ich. Jetzt kam was. So, jetzt haben wir hier schon wieder Gegneralarm. So, irgendwie springt er immer hoch, wenn ich ihn abschießen will. Dann ist die Ausdauer. Ah, jetzt kommt er durch. Jetzt kommt er durch. Und zack. Ich glaube, hier ist doch schon wieder der nächste Spawner. Was ist denn hier los? Boah, wenn das mal nicht perfekt geblockt war. In letzter Sekunde. So, noch eine Kiste. Also echt geile Krypta. Ah, wenn da jetzt nochmal Eisen drin gewesen wäre, ne?
gut, wir haben schon wieder 5 zusammen. 20 haben wir jetzt zu Hause. Wenn das fertig geputzelt ist, da sind wir schon bei 25. Und ich würde halt zumindest immer den ersten vertikalen Balken, zumindest von unserem Außengerüst, Außenhülle, Dings da, ihr wisst schon, würde ich halt ganz gerne mit den verstärkten Pfosten machen. Ist zwar eine geile Krypta, aber es ist einfach auch echt viel los hier drin. Lass das jetzt erstmal da drüben so, in der Hoffnung, dass der sich nicht irgendwie durchschlingelt. So, da sind wir schon wieder bei 12. Und dann kommen wir langsam schon in eine Richtung, wo wir dann anfangen können, die verstärkten Pfosten zu bauen. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwas dahinter. Ja, ein Schleimi. So, 17. Ach, ich liebe auch Eisenabbau. Aber Silber ist noch cooler. Hat man mehr Ruhe und vor allem mehr Licht. Guck mal, hier war Schlamm. 300 Kilo, wir sind komplett voll. Dann brauchen wir den auch nicht mehr erledigen. Was lag hier noch rum? Innereien? Ah, das war natürlich zu viel jetzt. Komm, hau mal das Leder weg. Davon haben wir eh genug. Den Innereien können wir ganz gut gebrauchen, weil daraus machen wir die Würste. Und auf geht's heim. So, 17. Mit denen zu Hause sind wir dann bei 37. Ich denke, das sollte vorerst erstmal reichen. Da ist ein Schlundi. Wollen wir es mal ausprobieren? Komm, wir probieren es mal aus, weil die Vergiftung vom Schlundi war eigentlich immer krass. So. Zieht auch nur noch 2 ab pro Tick. Habt ihr das gesehen? Ja, die Vergiftung wurde definitiv schwächer gemacht. Die war beim Schlundi immer viel, viel krasser. Hundertprozentig. Beim Schleimling war ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber beim Schlundegel bin ich mir sicher. Ja, gut. Dann brauchen wir den Giftwiderstand gar nicht mehr so dringend. Also ich finde es gut, dass die Vergiftung ein bisschen runtergenommen wurde, weil die hat halt echt immer heftigst reingeballert. Wenn du da keinen Met dabei hattest und dich hat so ein Schlundi erwischt, der hatte ja locker, weiß ich nicht, 50 Leben oder so abgezogen. Aber jetzt, wie lange hat denn die Vergiftung angehalten? 6-7 Sekunden und das hat 2 abgezogen pro Tick. Das ist ja fast gar nichts mehr. So, dann hauen wir hier mal 9 rein und hier drüben 8. Können wir gleich nochmal ein bisschen Kohle nehmen. Da müssen wir vorher nochmal das Inventar leeren. So, Metall. Bam. 18. Lasst uns mal noch das Inventar ein bisschen leeren und dann ist die Folge auch schon wieder rum. Aber trotzdem, wir haben ganz gut was geschafft. So, Knochen, dann müssen wir mal gucken, die ganzen verschiedenen Pfeilarten. Mir einfach ein bisschen zu viel. Ja, wir lassen die erstmal hier oben. So, dann haben wir hier noch verwitterte Knochen. Die Rinde hatte ich, glaube ich, mal mit hier beim Gebirge reingehauen. Fälschlicherweise. Und die Kette war bei Sonstiges. Bernstein war bei Edelsteine. Schlamm ist, glaube ich, auch mit im Gebirge drin. Und gelber Pilz ist hier unten. So. Perfekto. Dann Kohle. Müssen schon wieder neue produzieren. Das ist... Ja, Kohleverbrauch ist echt krass. Habe ich es natürlich wieder richtig dumm aufgeteilt, ich Schlaumeier. Aber ich habe hier auch noch ein bisschen Holz in der Kiste. Dann lasst uns die gleich noch in die Schmelzöfen mit reinschmeißen. Dann nehmen wir einen so einen Stack hier. Und dann können wir die gleich nochmal mit voll machen. Es wird so geil mit dem Haus. Ich freue mich. Ich kann es immer wieder sagen. Endlich wird mal was Größeres und auch etwas Hübscheres gebaut. Es
sag mal, die waren jetzt auch alle nicht schlecht, die Gebäude, gar keine Frage, aber es war halt alles ziemlich Standard. Aber ich finde jetzt hier so mit dem ründlichen Ende, und wenn dann hier noch ein großes Dach drauf kommt, dann möchte ich ja, wie gesagt, noch so ein kleineres Dach aufs Dach machen, was als Abzug gleichzeitig fungiert. Dann hier so ein Doppeleingang, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich den mache. Da drüben will ich noch irgendwie einen coolen Eingang machen. Dann möchte ich auch generell die Fassade nicht mehr so Standard machen. Wir hatten ja vorher eigentlich immer bloß diesen. Ist halt echt langweilig. Ich möchte jetzt ganz gerne diesen machen und übereinander stapeln. Aber nicht nur auf einer Reihe, sondern eigentlich am liebsten auf zwei. Weil ich halt überlegt habe, auch noch so ein bisschen Stein mit reinzubringen. Deswegen würde ich die Fassade einfach dicker machen. Jetzt ungefähr so dick, wie der Stein ist. Das heißt, halt so rangesetzt oder das halt rausgerissen und so rangesetzt und dann einfach nochmal hier eine Holzbalkenkonstruktion langziehen, dass die Wände halt dicker sind und dann können wir da auch ein bisschen mehr spielen und es sieht doch alles etwas dreidimensionaler aus. Ich muss mal gucken, wie genau, also die Holzbalken werde ich auf jeden Fall so übereinander setzen, dann machen wir da auch noch eine zweite Reihe von, dass es dieselbe Dicke am Ende ist wie bei den Steinen. Und wenn wir dann da immer mal ein paar mit rausnehmen, was so als Fenster gilt oder als Fenster dienen soll, dann denke ich, wird das schon ganz cool, weil es halt nicht einfach nur so ein Loch ist, sondern man sieht halt noch den zweiten Balken dahinter. Wirkt halt, denke ich, alles ein bisschen dreidimensionaler. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Stein, wie viel von dem Holz, also ich denke mal, für den Rundholzbalken wird es mehr werden. Und ab und zu mal ein bisschen Stein noch mit rein. Probieren wir dann einfach alles komplett spontan aus, wenn wir soweit sind. So, dann haben wir hier schon wieder ordentlich was an Eisen. Und dann müssen wir schon wieder, wir sind schon wieder in 2 Überminuten. Ja, dann müssen wir an der Stelle erstmal Schluss machen. Hier haben wir 30 Stück zusammen, 7 Stück müssten dann, glaube ich, hier hinten noch rumlungern. Also im Ofen. Und dann starten wir die nächste Folge wieder mit ein bisschen Brauerei. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis dahin. Macht's gut.